Wir sind auch im Zusammenhang mit dem Iran bei dem nächsten großen Nachbargebiet von uns, denn in diesem Zusammenhang und weit darüber hinaus gedeiht Schritt für Schritt eine gemeinsame europäische Politik gegenüber Russland. Für Putin ist es schwer, dieses Riesenreich zu regieren. Demokratie, Meinungsfreiheit und Rechtsstaat leiden. Der Kaukasus ist weit über das heillose Tschetschenien hinaus ein ständiger, schwer beherrschbarer Unruheherd. Russland strebt in die Mitgliedschaft der WTO hinein. Dafür ist vor allem die EU als wichtigster Handelspartner von Bedeutung. Mit Indien und China strebt Moskau nach sicherheits- und energiepolitischen Verabredungen. Bei allem aber sucht Moskau seine große, unabhängige Rolle in der Weltpolitik, ohne beständigen Partner. Dem unveränderten russischen Patriotismus entspricht das Ziel einer starken Macht, die ihre Interessen allein vertritt und als Gegengewicht zu einer anderwärts anzutreffenden unipolaren Weltordnung wirken kann. Für die Außenpolitik der EU stellen sich hier Aufgaben von zentralem Gewicht. Einerseits gilt es, gegenüber Russland auf die allgemeinen Menschenrechte hinzuwirken und nicht zuletzt auch die bösen Erfahrungen unserer neuen östlichen Mitgliedsländer der EU mit dem großen Nachbarn sehr ernst zu nehmen. Baltikum, Polen. Andererseits ist zu viel allgemein westliche Selbstgerechtigkeit gegenüber Russland durchaus fehl am Platz. Die Einbeziehung Russlands in die Weltpolitik und den Welthandel und gerade auch jetzt in den Iran-Konflikt liegt in unserem ureigensten Interesse. Russland ist kein Feind. Vor allem ist Russland auch ein zentrales Thema auf unserer Suche, ob die EU unterwegs zur politischen Union sei. Unser wichtigstes Thema mit Moskau ist wirtschaftspolitischer Art. Russland ist Energieweltmacht. Wir Europäer bewegen uns auf eine gemeinsame Energiepolitik zu, langsam, aber doch stetig und letzten Endes unausweichlich. Denn die EU als weltgrößter Wirtschaftsraum ist von fremdem Öl und Gas abhängig. Die Energieversorgung ist ein Problem aller Mitgliedsländer. Norwegen ist ja nicht dabei. Es wird besser lösbar durch eine gebündelte europäische Interessenvertretung. Dies wird also zu einem zentralen Bestandteil einer politischen Union heranwachsen. Vom größten Nachbarn der EU war nun die Rede. Die Aufgabe einer europäischen Nachbarschaftspolitik sind aber damit natürlich bei weitem nicht erschöpft. Die EU hat das lebhafteste Interesse an politisch und wirtschaftlich wenigstens halbwegs stabilen Verhältnissen in den angrenzenden Regionen. Zugleich können ihre Initiativen dafür zweifellos nicht in einer ständig fortgesetzten Erweiterungspolitik liegen. Es geht um engere Beziehungen und Zusammenarbeit, ohne sich dabei alsbald auf eine Diskussion über eine Mitgliedschaft einzulassen. Im Vordergrund dieser Nachbarschaftspolitik stehen der Mittelmeerraum, der Nahe und der Mittlere Osten. Unsere ganze Nachbarschaft im Süden und Südosten ist muslimisch. Einerseits besteht eine ungebrochene Attraktivität Europas für diese Nachbarn, von Nordafrika bis zum Schwarzen Meer. Das zählt ja zu unseren Stärken. Andererseits herrscht in weiten Teilen dieser Region eine wachsende Spannung. Iran, Irak, Syrien, Ägypten, die arabische Halbinsel, der Dschihad-Terrorismus. Vor allem aber die im Gang befindliche und doch auf prekäre Weise noch ungelöste Spannung zwischen Israel und Palästinenser, auch nach den Wahlerfolgen der Hamas. Wir sind als EU verpflichtet und entscheidend interessiert an den Arbeiten der sogenannten Roadmap, gemeinsam mit den Amerikanern, den Russen und dem UNO-Generalsekretär auf diese Entwicklung einzuwirken. Das aktuelle Hauptthema unserer öffentlichen Diskussion betrifft die Türkei.
Niemand leugnet, dass es von zentraler Bedeutung ist. Verhandlungen werden jetzt aufgenommen. Dafür ist wichtig, dass dies Ergebnis offen geschieht. Weder darf man die Türken zu Verhandlungen einladen, bei denen wir Europäer von vornherein eine spätere Mitgliedschaft ausschließen. Noch darf umgekehrt das Gespräch nur auf eine mögliche Mitgliedschaft beschränkt werden. Man darf sich eben nicht gegenseitig in einer Form einladen, die die andere Seite von vornherein wie eine Ausladung verstehen muss. Doch sollte niemand leugnen, dass eine Klärung des langfristigen Verhältnisses zwischen diesem großen Land und Europa in vitalem, beiderseitigem Interesse liegt. Wir haben uns 10 bis 15 Jahre für die Verhandlungen vorgenommen. Wer weiß, wie viel Zeit wir dafür haben werden. Mir geht es bei allem dem nur darum, auf das ständig wachsende Ausmaß unserer gemeinsamen Interessen in diesem Bereich der Nachbarschaftspolitik hinzuweisen. Vom notwendigen Konzept einer europäischen Einwanderungspolitik bis zu unserem Ziel, bei unseren islamischen Nachbarn zu einer aktiven Modernisierung beizutragen. Modernisierung, ehe wir uns gleich und direkt auf einen Demokratieexport konzentrieren, der sich doch nur recht schwer in die dortigen Kulturen einfügen lässt. Es bleiben wichtige Themen, die ich nun nicht mehr nennen können, meine Damen und Herren. Ich nähere mich rapide dem Schluss. Dennoch möchte ich wenigstens die Stichworte noch nennen. Dazu gehört die Zukunft des westlichen Balkans, für die sich in wachsendem Maß die führenden EU-Mitglieder einverständlich engagieren und die unter der soeben begonnenen Präsidentschaft Österreichs dieses besonderen Balkanverbundenen und interessierten Mitgliedslandes spürbar politisch an Gewicht gewinnen wird. Die Währungsunion wird über ihre ökonomische Bedeutung hinaus immer mehr gemeinsame politische Herausforderungen mit sich bringen. Im Bereich der Sicherheit koordiniert schon heute der EU-Militärausschuss die militärischen Aktivitäten der EU, gegenwärtig durch Operationen in Mazedonien und im Kongo, sowie durch Ablösung der NATO in Bosnien-Herzegowina, wo 6.000 Soldaten und Polizisten der EU gegenwärtig Dienst tun. Das alles ist, um es zu wiederholen, ein Gemisch des ganzen politischen Bereichs nach innen, unter den Mitgliedern, über den Atlantik hinweg, mit den angrenzenden Nachbarn. Es marschiert, wenn auch mühsam und doch ständig wachsend voran, zu einer politischen Union. Ihr Ziel erreicht sie in einer gemeinsamen Außenpolitik. Auf diesem Weg ist sie, daran gibt es für mich keinen Zweifel. Was die europäische Integration bisher geleistet hat, ist ohne Vorbild in der Geschichte unseres Kontinents wie auch unserer ganzen Welt. Bis zu ihrem heute erreichten Niveau hat sie schon mehr als ein halbes Jahrhundert benötigt. Es wird auch in die Zukunft hinein außergewöhnlich viel Zeit und Kraft und vor allem Geduld und Entschlossenheit erfordern. Aber die EU steht auf einem gefestigten Fundament. Sie ist eine Union von Nationalstaaten, die sich eine historisch-politische Technologie mit entscheidenden Chancen als politisches Rezept geschaffen hat. Rings um den Globus herum gilt sie als ein öffentliches Gut für die ganze Welt, das überall gebraucht wird, um regionale, globale Interessen zu identifizieren und dann vertreten zu können. Wir in Europa streiten uns weiterhin lebhaft untereinander. So war ja auch das Jahr 2005 wahrlich kein gutes Jahr. Aber niemand kann und will davonlaufen. Das Familiengefühl wächst und mit ihm die politische Union. Was ich in meiner Jugend für vollkommen undenkbar und niemals träumbar gehalten habe, ist für Sie, die junge Generation, eine Selbstverständlichkeit mit allen damit verbundenen Freuden und Lasten. Für mich aber ist das Wichtigste, dass man in einer langen Lebensphase als Zeitzeuge etwas an Zuversicht gewinnen kann, was man
als Einsicht den jungen Menschen gerne auf ihrem künftigen Weg mitgeben will. Ich danke Ihnen.